Das Spiel geht weiter, gleich in mehrfacher Hinsicht. Nachdem wir doch gestern Feiertag hatten in den Vereinigten Staaten, gab es da nicht so wirklich viel zu berichten. Zwar waren die Future-Märkte ein bisschen offen, aber das war natürlich alles relativ langweilig, was wir von dort gesehen haben. Aber wenn wir uns das mal angucken, den Nasdaq ja hier für viele der Liebling aktuell, dann sehen wir, ja, es kommt mal auf einmal runter, tapfer, aber es ist wieder dieses klassische, dieses typische Bild, die steilen Bewegungsrichtungen nach oben, dann wird mal nach unten gewackelt, A, B, C oder mehrfach wackeln, das ist das alte Bild. Und dementsprechend gibt es jetzt wieder die Chance, dass sich das Ganze nach oben weiter fortsetzt, wenn wir hier das letzte Zwischenhoch, das war ungefähr, wenn wir den Future angucken, hier den Märzkontrakt bei ungefähr jetzt 13.880, also das Hoch von heute Mittag, also das Zwischenhoch, was wir damals so durch mittags hatten, das wäre da schon ein Indiz, ah, okay, die Abwärtsseite wird es doch nicht. Den ersten Frühindikator dafür gibt es alleine schon in der jetzt jüngsten Bewegung, denn wir sehen, dass wir jetzt hier zur Eröffnung tapfer wieder nach oben gekommen sind. Und dieser Anstieg, den wir hier haben, der überschneidet sich jetzt schon mit dem großen hier. Und damit ist eigentlich all das, was man vielleicht sagt, Mensch, das könnte doch jetzt ein neuer Start mal nach unten sein mit weiter nach unten gerichteten Kursen. Pustekuchen. Nein, das Gegenteil. Eigentlich ist das wieder ein klassisches Zeichen für die Long-Richtung. Wir hatten das ja schon mehrfach. Wir hatten das im 4-Stunden-Chart oder hier im Stundenchart beispielsweise. Aber natürlich auch bei kleineren Auflösungen im 5-Minuten-Chart. Also offensichtlich setzt sich das Bild vorläufig noch weiter nach oben fort. Wir können also noch weiter warten und so lange wohl eher auf die Long-Seite spekulieren. Trotzdem aufpassen ist, glaube ich, durchaus wichtig, denn je mehr Marktteilnehmer der zweiten oder dritten Reihe, sage ich jetzt mal, und das ist nicht despektierlich gemeint, aber eben Leute, die mit Börse normalerweise nicht so viel am Hut haben, jetzt in den Markt reinströmen, klar, desto mehr steigt der Kurs noch, aber wenn es dann Ungemach gibt, dann fällt das Ganze auch ruckzuck in sich zusammen, denn es gibt dann keine Käufer mehr, die dann noch nachströmen könnten. So, also in diesem Sinne, die Aufwärtsrichtung hier offensichtlich noch gegeben. Was ich aber sehr spannend finde, ist zum Beispiel Euro gegen US-Dollar. Hier im 15-Minuten-Chart sehen wir es sehr deutlich. Wir hatten so ein bisschen andeutungsweise hier doch schon mal, eigentlich sah das doch gar nicht so schlecht aus hier, die Bewegung. Yep. Wir bräuchten jetzt ja sowieso eine A, B, C und eigentlich ist das genau der richtige Start dafür. Also für all diejenigen, die jetzt mal alleine ein wenig auf den Markt gucken wollen, die letzte dynamische Bewegung hier im kürzeren Bild, die ist nach unten bei der nächstmöglichen Wackelkiste nach oben. Das kann eben so aussehen. Von mir aus auch eine A, B, C. Beides ist in Ordnung, beides ist ein klassisch typisch korrektives Bild, aber solange wir dieses Verhaltensmuster sehen, würden wir in Trendrichtung nochmal unterwegs sein. Das ist übrigens nichts, was nur auf dieser Zeitebene gilt, hier oben im Tageschart. Wenn wir uns angucken, starke Bewegung, schwache Bewegung beispielsweise, starke Bewegung, schwache Bewegung beispielsweise, hier oben noch so und so weiter. Also ihr seht, das ist etwas, das es durchaus immer wieder gibt, ob im Wochenchart, ob im Stunden- oder 4-Stunden-Chart, 5-Minuten-Chart oder in noch kleineren Ebenen gegebenenfalls. Achtet mal darauf. Also das ist etwas, was wir uns heute angucken werden. Wenn ich da was sehe, dann gebe ich da natürlich gerne immer Nachrichten dazu raus, nämlich mit möglichen Einstiegspunkten. Das mache ich immer wieder gerne mit kleinen Videobeiträgen über Born for Trading. Dann im Zweifelsfall dort mal anmelden. Link steht hier unten drunter. Ihr könnt es doch eh kostenfrei mal ausprobieren. Dann könnt ihr mal schauen, ob euch das gefällt, ob das eine Hilfe ist. Und dann kriegt ihr solche Nachrichten dann mal aufs Smartphone. Wenn ihr sagt, das würde ich gerne ganz konkret mit in schriftlicher Form, mit Trading-Ideen, dann müsst ihr euch unbedingt für den Trade des Tages anmelden. Beides ist kostenfrei, beides kann ich euch empfehlen, um ein bisschen das Ohr am Markt zu haben oder in dem Fall eher das Auge, um da nichts zu verpassen. Deshalb freue ich mich, wenn wir uns dort sehen oder natürlich gerne im Markt wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.